Hallo Leute, Asian Gaming Dude hier und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Kart DS. Im letzten Part haben wir den Blitzcup im Spiegelmodus geschafft. Das heißt, auch der letzte Cup im Spiegelmodus ist damit geschafft. Wir haben aber noch einen weiteren Modus, den wir in Mario Kart DS noch nicht uns angeschaut haben. Den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen gehen wir in den Rennmissionsmodus. Wie der Name schon sagt, ist der Rennmissionsmodus eine Ansammlung von Missionen, die man in Mario Kart DS spielen darf, kann, soll, muss, was auch immer. Dieser Modus ist übrigens exklusiv in Mario Kart DS zu finden. Kein anderes Mario Kart vor oder nach Mario Kart DS besitzt diesen Modus. Was sehr schade ist, weil sich sehr viele Fans diesen Modus zurückwünschen. Ich ebenso. Hier bei der Missionsauswahl werden die Missionen noch weiter eingeteilt in Levels, nennen sie es. Ich nenne es gerne Missionsblöcke. Und diese Blöcke steigern sich natürlich von der Schwierigkeit, je weiter man hinaufgeht von der Zahl. Wir fangen in dieser Folge mit dem Missionsblock 1 an. Wie ihr hier sehen könnt, jeder Missionsblock besteht aus 8 Leveln und hat man diese 8 Level geschafft, so kann man einen Boss bekämpfen. Dieser ist dann hier in der Mitte anklickbar. Ihr seht, jetzt kann ich den noch nicht auswählen. Ich muss also wirklich die Missionen erst einmal schaffen. Dann fangen wir doch gleich mit den Missionen an und gehen dafür in Mission 1.1. Fahre der Reihe nach durch die 5 nummerierten Tore. Rot markiert wird hier auch nochmal sozusagen die, ja, das Ziel der Mission, also das Weiße ist sozusagen noch ein bisschen Tamtam rundherum, aber rot markiert ist wirklich das Ziel der Mission an sich. Okay, auf geht's. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass man hier bei den Missionen weder das Kart noch den Charakter noch die Strecke auswählen darf, kann oder was auch immer. Es wird einem alles bereits aufgelegt oder man wird praktisch gezwungen, mit dem Setup die Mission durchzuführen, mit dem das Spiel möchte, dass man es durchführt. Hier müssen wir mit Mario und seinem Standard-Kart fahren auf der Achterpiste und haben es auch im ersten Versuch geschafft. Gut, die Mission war jetzt auch nicht wirklich schwer. Wie bei den Cups gibt es auch bei jeder Mission ein Ranking am Ende. Diese reichen von, ich glaube, D-Rang bis 3-Sterne-Rang. Wir haben hier einen 3-Sterne-Rang bekommen, war wie gesagt nicht schwer. Ich werde versuchen, bei jeder Mission einen Sternenrang zu bekommen. Das schaltet nämlich bestimmte Sachen hier im Rennmissionsmodus frei, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Fürs Erste gehen wir mal zur nächsten Mission, Mission 1.2. Sammle die 15 Münzen ein, okay. Und diese Mission spielen wir mit Peach, ebenfalls mit ihrem Standard-Card und auf Peach-Piste von Game Boy Advance-Ableger. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es sollte stimmen. Das ist jetzt... Oh, verdammt. Ja, geil. Okay, kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Verdammt. Am Anfang war es nicht schwer, aber Peachs Wagen ist vom Handling nicht so toll. Peachs Wagen ist vom Handling echt nicht so toll. Verdammt! Das gibt's ja nicht. Was sollte das denn? Komm schon, konzentrieren. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. So, jetzt A drücken und jetzt schön konzentrieren. Vielleicht keinen Drift machen, weil da kann man sich auch wieder ganz leicht verkalkulieren. So, hier werde ich gar nicht erst driften, sondern einfach nochmal drüber fahren und dann haben wir es ja. Was war daran so schwer, lieber Asian Gaming Dude? Gar nichts. So, nächste Mission. Mission 1.3. Zerstöre die 10 Itemboxen. Okay. Mit Yoshi auf Yoshis Kaskaden. Okay, also die Charakterauswahl passt zu der Strecke. Und hier sind dann schon die 10 Itemboxen. Die kann man, glaube ich, sehr schwer übersehen. Und in diesen Itemboxen scheinen nur Pilze zu sein. Okay, das macht ja schon mal die Sache ein bisschen einfacher. Gut, wir haben schon die Hälfte geschafft. Die Strecke ist auch nicht wirklich lang. Das heißt, das sollte jetzt in den nächsten paar Sekunden auch schon wieder vorbei sein. Die Missionen werden auch noch ein Stück länger. Sehr lange sind sie nicht, weil es sind halt Missionen und man kann im Mario Kart auch nur so viel sich einfallen lassen, was Missionsziele angeht. Wie gesagt, sie werden etwas schwieriger, sie werden auch etwas länger, aber man kann nicht einen allzu großen Sprung erwarten. Hier haben wir einen 2-Sterne-Rang uns erkämpft, das ist doch schon mal super.
Damit sind wir auch schon bei Mission 1.4. Nimm den Stern und triff 5 Cheep Cheeps. Ich frage mich, warum sie das Cheep Cheeps nicht rot angemalt haben. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Und bei Cheep Cheeps frage ich mich, bei welcher Strecke könnten wir denn sein? Außer beim Cheep Cheep Strand natürlich. Und wir spielen mit Wario. Und auch da wieder mit dem Standard Card von ihm. Okay. In den Itemboxen werden wahrscheinlich nur Sterne drin sein. Richtig, so ein bisschen zurückfahren. Ja, geil. Boah, Wario's Wagen ist schrecklich. Ja, komm, springt halt alle über mich. Springt halt alle über mich. Wir haben schon mal zwei erwischt, aber das war eine magere Ausbeute für diesen Weg. So, ein bisschen nach hinten fahren. Hier noch einen und ja, genau. Komm schon, ja, sehr schön. Boah, diese Cheep Cheeps waren aber sehr agil, dass die mir so gut ausweichen konnten und ich habe für diese Performance trotzdem 3 Sterne bekommen. Krass. Ich hätte jetzt nicht mit 3 Sternen gerechnet, ich hätte mit einem oder vielleicht sogar einem A-Rang gerechnet, aber nicht mit 3 Sternen. Krassi, krass. Damit sind wir auch schon, haben wir schon die Hälfte der Mission geschafft, das geht ja locker flockig hier. Wir gehen zur Mission 1.5, fahre der Reihe nach durch die 6 nummerierten Tore. Was für ein Schwierigkeitsgradanstieg, 6 Tore statt 5. Mit Toad auf der Nintendo DS Kampf-Stage. Diese kann man nur im Multiplayer-Modus spielen oder im Kampfmodus spielen. Also heißt Ballonbalgerei und was hier schon Münzen sammeln oder was hier noch mit, keine Ahnung, was waren das andere? Also Ballonkampf war es auf jeden Fall. Gab es hier schon Münzen sammeln oder war es hier sogar nur Ballonkampf? Ich bin mir gar nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Battle Stage, auf der wir uns gerade befinden. Ein Nintendo DS, falls ihr es noch nicht sehen konntet. Sehr schön. Gut, Mission 1.6. Fahre aus dem Haus und zwar rückwärts. Das ist eine interessante Mission, die ist wirklich cool. In Luigi's Mansion. Okay. Und natürlich mit Luigi, wer hätte es gedacht, so. Wir müssen also rückwärts aus dem Haus rausfahren. Wir müssen also eine irrsinnig langen Auspark. Ups. Ah, die Steuerung ist auch verdreht. Logisch, aber es ist trotzdem ein bisschen irritierend. Kann man Drifts machen? Nein. Schade. Ich dachte, man könnte hier Drifts machen, aber nee, kann man nicht. Und man fährt auch relativ langsam, aber gut, das ist der Rückwärtsgang. Was soll man erwarten? Ich habe jetzt natürlich, dadurch, dass ich die Richtung hier verwechselt habe, ein bisschen Zeit verschissen. Ich hoffe, es geht sich mit einem Sternenrang aus. Ja, gerade noch so. Die Mission war interessant, aber irgendwie auch fade, muss ich sagen. Man hat nicht viel gemacht und es war recht schnell aus. Gut, Mission 1.7. Sammle die 20 Münzen ein. Immer schwieriger das Ganze hier. Und dieses Mal mit Donkey Kong, auch hier wieder mit dem Standard Card. Ich frage mich, ob sich die Card-Auswahl noch ändern wird oder ob es wirklich sich die ganze Zeit um das Standard-Card handelt. Ich hoffe, es ändert sich noch, weil die Standard-Cards sind nicht so super, wie ihr seht. Boah, was ist das denn? Jedes Mal, wenn man vom Rückwärtsgang wieder in den Vorwärtsgang wechselt, dann rutscht man noch so ein extra Stück zurück. Das ist echt eklig. Komm schon, lass es hier vorbei sein. Sternenrang, 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 Sternenrang und... Ja, Sternenrang, sehr schön. Damit wären wir auch schon bei der letzten Mission vom Missionsblock 1. Das geht echt zackig. Mission 1.8. Setze 4 Power Slide Turbo Boosts für eine Runde ein. Oder einfach erklärt, wir müssen einfach 4 Drifts durchführen. Ich glaube, wir müssen in den orangenen Bereich kommen. Bin mir nicht sicher. Wir finden das Ganze auf der SNES Marios Piste 2 oder 1. Weiß ich nicht heraus. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen Drift, einen zweiten, einen dritten und einen vierten. So. Achso, und dann noch ins Ziel kommen, okay. Ja, ich weiß, ich nutze hier gerade Snaking, also ganz leicht. Ich bin kein Snaking-Experte, also ich kann das überhaupt nicht, aber es ist halt nicht schwer. So, das sollten 3 Sterne gewesen sein. Nur 2? Okay. Ja, von mir aus, solange es Sternenränge sind, habe ich kein Problem damit. So, und nachdem wir nun die 8 Missionen in Missionsblock 1 geschafft haben, kommen wir zum Boss-Level und dieses ist gegen Big Bully. Wir sollen ihn mit Hilfe von Pilzen von der Plattform runterdrücken oder drängen. Okay, auf geht's. Mit welchem Charakter dürfen wir das denn machen? Mit Yoshi, okay. Ich finde das auch cool, wie am Anfang immer so eine schöne Kamerafahrt durch die Arena ist. Das ist auch ganz cool so.
Ich brauche hier auf jeden Fall schon mal Items. Ich glaube aber, Big Bully kann uns auch angreifen. Also ich wäre ziemlich überrascht, wenn er das nicht könnte. Aber wir schubsen ihn dreimal runter und... verdammt. Oh. Das war's? Ich dachte, man müsste das dreimal machen und nicht einmal. What the fuck? Ich dachte, hier wäre das klassische Zelda. Hier wäre die klassische Zelda-Boss-Regel am Werk. Dreimal töten, dann ist er, dreimal treffen, dann ist er tot. Aber nur einmal und er ist kaputt. Krass. Ja, okay, das ging jetzt relativ schnell. Und wie ihr hier seht, die, es gibt auch für jeden Missionsblock ein Ranking. Hier in diesem Fall habe ich einen Sternenrang, einen Ein-Sternenrang. Einfach weil sie mit der niedrigsten Platzierung im Missionsblock arbeiten. Das heißt, wenn ich hier, wie ihr hier seht, ich habe einen Ein-Sternenrang. Deswegen ist mein Rang hier bei Level 1 ein Ein-Sternenrang. Das klang jetzt sehr kompliziert, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das bedeutet, wollt ihr 2 oder 3 Sterne haben, müsst ihr jede Mission auf 2 oder 3 Sterne beenden. Mit 2 oder 3 Sternen beenden. Ja, das war der Missionsblock 1. Wie gesagt, etwas kürzer, aber ich glaube trotzdem sehr interessant. Im nächsten Part geht es dann mit Missionsblock 2 weiter. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Einen Kommentar unten in den Kommentaren. Würde mich alles sehr freuen und auch sehr freuen würde ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Let's Play Mario Kart DS. Ciao und habt einen schönen Tag noch.